Hallo und herzlich willkommen zur Amazon Zeitreise. Zurück in die Ende 80er, Anfang 90er Jahre, als man noch tragbare CD-Player hatte. Tja, und da haben wir jetzt schon das Problem. Der Hot CD-Player bietet leider für ca. 65 Euro nicht mal irgendwie die Möglichkeit, ihn mitzutragen. Er wird geliefert mit einer Probe-CD. Mit der soll man testen, ob dieser portable CD-Player überhaupt geht. Kopfhörer. Natürlich von der äußerst billigen Sorte. Und einem USB-Kabel. Leider ohne Netzstecker. Die Bedienungsanleitung, wie man hier sieht, ist in deutscher Sprache. Tja. Leider muss ich jetzt dazu sagen, es ist äußerst schwierig, den CD-Player überhaupt zum Laufen zu bringen. Hier sollte man vielleicht diese hilfreiche Anleitung auf Englisch lesen. Hier sind nämlich sämtliche Probleme aufgeführt in der Bedienung. Die Verarbeitung lässt für den Preis absolut zu wünschen übrig. Wenn ich überlege, für diesen Preis kriege ich woanders schon einen DVD oder Blu-ray-Player. Betrieben wird das Ganze mit zwei Mignon AA-Batterien. Es ist ja nicht mal ein AUX-Kabel dabei, um einen externen Lautsprecher anzuschließen. So sieht das Ganze von innen aus. Legen wir mal die mitgelieferte Test-CD ein. Hier sieht man einen Titel, spielen wir ihn mal ab. Es gibt ein paar Klangmuster zum Einstellen, wie man sieht. Der Sound ist ja nicht schlecht über einen externen Lautsprecher. Aber sagen Sie mir mal ehrlich, das hier ist pure Nostalgie. Da lege ich lieber eine Schallplatte auf den Schallplattenspieler auf, als hier diesen klobigen, tragbaren CD-Player zu benutzen. Da tut es inzwischen ein klassischer MP3-Player auch. Deshalb gibt es für mir von diesem Hot
der leider mehr Schrott ist, nur 2 Sterne.